So, ein wunderschönes und herzlich willkommen zurück zu Mytest Creator Server. La Let's Play. So. Eigentlich könnten wir auch schon anfangen mit dem Glas für die Zimmer. Und mit den Türen für die Zimmer. Ja. Gibt's, nee, so eine mittlere Türen, die so zwischen, ne, die genau in der Mitte von so einem Block ist, gibt's leider nicht. Ach, ist das blöd, ey. Weil das wäre halt für die Hotelzimmer am idealsten, ne? Gut, dann gehen wir erstmal zurück zu unserer Hauptbude und sind schon wieder am Verhungern. Ja, geile Scheiße. Ey, genau 99 Tropfen. Okay, Fenster schon mal keine mehr auf Lager. Na gut. Umso besser. So, das brauchen wir für die Fensterscheiben, die wir in den Zimmern haben. Dann brauchen wir. Keine Ahnung. Was für jetzt die Türen bauen? Mal gucken, was gibt's alles für Türen? Boah. Ich würde halt schon fast sagen, ganz ehrlich, bei Hotelzimmern, da will man ja nicht unbedingt gestört werden. Ich glaube, wir machen da auch so einen richtigen massiven Holztüren. Das macht wahrscheinlich am ehesten Sinn. Gib mal her, wir brauchen 12 Stück, ne? Ja. Kriegen wir nicht hin. Die Wand an ihr. So, nochmal auf Anschlag. Danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. So, dann haben wir die Türen, das Material, was wir fürs Glas brauchen, also für die Fenster brauchen. In die unteren Etagen kommt der komplette Fensterglasscheiben rein, also komplette, ne, durchgehend. Und oben ist halt der Durchgang für den Balkon und so. Da ist die Frage, ob das hier reicht. Wie viel kriegen wir daraus? Auch mal 16, ne? Ja, doch, das könnte fast reichen. Das sollte reichen. Ich bin da jetzt einfach mal optimistisch. Und wenn nicht, jeder Gang macht schlank. Dann fangen wir mit den Türen an. Ich würde die Türen vielleicht so bauen. Oder wird es vielleicht sogar so besser? Nee. Türen sollte eigentlich immer nach innen öffnen, ne? Und ja, klar. Hallo, ist jemand da? Hallo. Verstehe ich nicht. Nee, ich glaube, also wie gesagt, so hier sieht halt total scheiße aus. Das sieht halt sowas von kacke und dumm aus. Am idealsten wäre es eigentlich, wenn ich hier in der Mitte wäre. Aber ich glaube mal, so geht es am besten. Dann machen wir das doch einfach mal so. Wir hätten gleich mal die ganzen Lampen bauen können. In den Räumen wird es nämlich langsam ganz schön dunkel. Wenn ich das mal so anmerken darf. So. Wow, wie man hier einfach ne, hier durchgucken kann. Achso, hab gerade das Fernglas nicht mit dabei. Okay, dann fangen wir mal hier einfach an mit den Glasscheiben.
Mache ich einfach so hier. Dankeschön. 96? Oh Gott, das ist viel zu wenig. Das ist ja viel zu wenig. Das wird nie im Leben reichen. Noch nie, ne? Danke. Ist das überhaupt das Richtige? Doch, ist das Richtige. Okay. Ich dachte mal, man kann die Glasdinger auch mit Hand abbauen, aber scheinbar nicht, weil es ja halt Obsidian ist, ne? So. Das wird halt nie im Leben reichen. Ist auch so ein typisches Geräusch fürs Horrorspiel, ne? Bei den Türen jetzt. Ich weiß ja auch nicht. Ne, also dieses. Nimm mal. Es kommt der Titel des. Klick und dann dieses Klick und dieses, das klingt halt so wie aus diesen typischen Horror Games, so diese 0815 Horror Games, so wie hier, weiß nicht, Seven Days to Die oder ne, also diese ganzen Open World Horror Spiele halt. Also so ein typisches Geräusch ist das, ist so richtig so, ja. High Quality Sound made in 2020 und so. Ach. Ich hätte es so gelacht, wenn ich um den auch noch den Stein abgebaut hätte. Ich meine, wäre es nicht fatal gewesen, wäre aber trotzdem typisch gewesen. So. Die erste Glasfront fertig. Jetzt kommt die andere Seite ran. Ich muss gleich hart niesen, schätze ich mal. Hier sieht man sogar was. Mal gucken, vielleicht baue ich auch bei der anderen Seite ein paar Bäume ab. Ich sollte langsam mal echt diese Lampen bauen. Es ist hier scheiß dunkel drin. Ne? Man erkennt ja nichts mehr hier. Gar nichts. Ja, 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 das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich hab's sogar bekommen. Lol. Schau, schon ist das Glas alle. Ach. Ah gut, dann hole ich gleich auch noch ein bisschen Obsidian-Glas, beziehungsweise das müssen wir erstmal einschmelzen. Und dann gucken wir gleich mal, wir brauchen pro Raum 1, 2, 3, 4. Ich würde halt gerne so eine durchgehende Lampe machen, ne? Also 2x4 nicht, aber 1x4. Das heißt, wir brauchen, Alter, 24 so eine Dinger. Na gut, da können wir diese, dann machen wir sowieso als dünne Scheibchen. Und wenn wir da so eine Achtelscheibchen nehmen, dann brauchen wir gerade mal drei Blöcke. Also drei Mesekristalle. Das ist eigentlich super preiswert. Also erstmal, no joke, ne? Das geht voll klar. Da ist das Glas, das schwarze Glas, teurer. Wobei, gut, Obsidian haben wir auch en masse. Also da müssen wir uns auch keine Sorgen drum machen. So, da brauchten wir erstmal diese komischen Fragmente. Und die müssen wir jetzt einschmelzen. War das richtig so? Ja. Sehr schön. So. Wir brauchen davon drei Stück. Denn drei Kristalle. Das alles geht jetzt in die Wege. So. Ja, komm. Danke. So. Perfekt. Reicht das? Zwei. Ich könnte eigentlich auch gleich für die Außenfläche machen. Nee, das mache ich später.
Ich mache trotzdem noch mal 8 Stück. Für die anderweitigen Sachen, die wir noch haben, zum Beispiel unter der Treppe. Da ist ja auch jetzt ganz schön duster. Deswegen mache ich mal noch mal ein. Das sollte dann aber wirklich reichen. So, halt. Erst und jetzt. So, jetzt wieder aufpassen, ne? Erstmal schön woanders hinpacken, damit wir es jetzt zusammenpacken können. Dankeschön. Sonst klaut uns die Säge wieder alles, was wir haben. Ja, räumt uns das gesamte Inventar aus. So, hupsala. Ja, okay, da war das Blatt Papier alle. Ich mach mal hier ein bisschen Massenproduktion. Ich könnte auch mal die Blätter wieder auffüllen hier, ne? Und viel ganz schön wenig Blätter noch übrig. Ach, wir haben noch unten den Ofen. Ha! Diesen schönen elektrischen Ofen haben wir doch. Wo ist denn der jetzt? Extraktor, Kompressor. Nee, Ligierofen nicht. Kompressor. Extraktor. Hä, haben wir keinen LV-Ofen gebaut? Hä? Warum diese? Jetzt gab's doch einen, oder? LV-Ofen. Haben wir keinen gebaut? Was ist denn hier los? Okay. So. Folgendes. Du, mein Lieber, wo bist du jetzt? Da. Kommst du mal hier unten hin? Ja, komm. Hat kein Netzwerk? Ist er nicht verbunden? Ist er nicht verbunden? Okay, wir brauchen noch Kabel und wir brauchen einen LV-Ofen. Das geht ja mal gar nicht, Alter. Haben wir keinen LV-Ofen? Ist. Hackt hier aber wohl. Haben wir keine Case mehr? Wir hatten noch eine Case gehabt. Ach, scheiß die Wand an. Ah, oh, scheiß die Wand an hier, Alter. Oh. So, und noch einmal Brase. Das da. So, was brauchen wir noch? Kabel? Ja, mehr nicht. Sehr schön. Klingt ja relativ preiswert. Ja. Dann brauchen wir nicht andauernd immer Papier nachlegen. Dann haben wir richtig schön hier alles. Halt. Ach Mann. Nein. Dankeschön. Und schon haben wir einen Elektrogrill. Super modern, verbraucht kein CO2. Hat kein Netzwerk. Ach ja, wir wollten hier doch die Kabel bauen. So. Dann die Kabel, dankeschön. Genau, jetzt hat er. Perfekt. So, und da kommt jetzt rein das da. Arbeitet er jetzt? Ofen ist eingeschaltet. Ach, boah, allein der zieht schon 300. Ja, ich sag's ja, wir werden definitiv viel Puffer brauchen. Wenn wir hier noch drei Sachen gleichzeitig in Betrieb nehmen, dann ist das Ding definitiv ausgelastet. Schön, funktioniert alles. Sehr geil, das Ganze. Sehr, sehr geil, das Ganze. Okay. Ah, schon 16 Glas. Sehr schön. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, meines Erachtens nach ist es so, wenn man hier diese Dinger hat, nimmt diesen Funanze. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Funanze. Nein. Funanze. Mano. Furn. Ach, Nase. Ohne N. Genau. Das nehmen wir, es gibt ja hier LV, MV und HV? Ne, MV? LV?
Okay, gut. Bei Öfen gibt es nur LV und MV. Aber es gibt ja auch Sachen, die gibt es als LV, MV und HV. Also Low Voltage, Medium Voltage und High Voltage. Also auf Deutsch Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung. Und der Unterschied dabei ist halt einfach, wie schnell die arbeiten. Das heißt, das hier ist quasi der langsamste Ofen von allen. Aber für die Zwecke hier, ich meine, der ist immer noch schnell genug. Der ist immer noch. Also gefühlt war der jetzt schneller als die normalen Öfen. Von daher ist der schon schnell. Und reicht damit so für Normalgebrauch auf jeden Fall aus. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon das Glas. Jetzt können wir damit arbeiten. Jetzt schleppe ich die Kabel mit mir rum. Super Sache. Können wir gleich mal das Haus hier verkabeln, ne? So, wo haben wir denn hier? Du kommst bitte weg, danke. So, ich würde mal sagen, 1, 2, 3, 4, perfekt. Halt, das reicht gar nicht. Ich habe 24 statt. Nee, ich habe 12 statt 24 gemacht. Nee. Mann, ich habe 24 statt 48 gemacht. So rum. Goddammit. Ich brauche ja 48, sind das zwei Etagen. Ernsthaft jetzt? Ich gehe sterben, ich habe keinen Bock mehr. Hallo. Achso. Nee. Ach, her damit. Ja, klar, einer ist jetzt. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Bau doch mal hier. Hä? Hier ist doch gar nichts im Weg. Okay. Whatever. Whatever. Ich bin offen für alles. Ach komm jetzt. Ich warte nur darauf, dass wir irgendwann mal aus so einem Stein abbauen. Wenn wir das geschafft haben, bin ich glücklich. Naja, wenigstens die untere Etage ist damit schon mal beleuchtet. Sehr schön. Reicht auch aus erstmal. Alles andere ist unwichtig. So. Ja, klar. Da ist deine Oma. Ich mach dich tot. Ich habe übrigens letztens, habe ich mal getestet, also nach unserer letzten, also nein, nach der letzten Aufnahme von letzter Woche. So, habe ich übrigens mal geguckt, ne, da hat er ja gesagt gehabt in der letzten Woche, da war ja das mit dem, dass wenn man quasi läuft und man während des Laufens so Steine platziert, dass man die Steine quasi genau so schnell platziert, dass man, wie man läuft, dass man das quasi so einstellen kann. Und da ist mir aber aufgefallen, es ist irgendwie schon so. Also ich weiß nicht, ob ich damals bei mir privat den Wert verstellt hatte und es dadurch nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall funktioniert das tatsächlich so. Wenn man einfach so seitwärts läuft und man jetzt die Platziertaste gedrückt hält, dann baut er halt genauso schnell die Sachen auf, wie man langläuft. Ne, kann ich ja mal hier mal ganz kurz zeigen. Mit dem Glas. Nee, irgendwas, was nicht so. Und ich habe gerade nichts, was einfach zum Abbauen ist. Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und wenn nicht, seid ihr dumm. So. Beschlossene Sache. So. Fenster sind drinne, Lampen sind drinne. Die untere Etage ist also komplett fertig. Bettnutze brauchen sie alles nicht. Ist alles überbewertet. So, hier brauchen wir. Obwohl, hier ist Licht. Da ist ein Leuchtkäfer drinne. Das reicht vollkommen aus. Geh mal weg hier. Mann, warum kann man ihn nicht umbringen? Ah, da musst du immer irgendwas hinbauen, damit die da wieder weg sind. Ach, ich habe aber nichts zum Hinbauen. Was? Ach so.
Moment mal. Ach so, ja, ich habe die falsche Reihe genommen. Ich hätte es hier hinbauen müssen. So, jetzt. Danke. Dachte gerade schon, der hätte trotz Blöcke platzieren überlebt. Das wäre ein bisschen, ja, krank gewesen. Ah, wer kennt das nicht auch? Mit einer Axt die Tür zu machen, funktioniert immer. Vor allem das Aufmachen funktioniert ganz gut. Dafür ist eine Axt prädestiniert. Und ja, wegen Energieeffizienz und so, die Lampen, die ich hier gerade aufbaue, sind alles LED-Lampen. Bio-LED-Lampen. Könnt ihr mal gucken, ne? So, jetzt machen wir hier so ein Ding hin und hier so ein Ding. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ach komm. So, sieht sogar einigermaßen cool aus. Leck mich am Arsch. Und dann mache ich vielleicht noch hier welche hin, weil hier ist in den Ecken auch ein bisschen sehr dunkel. So. Und schon wirkt das Ganze hier viel heller. Na, vielleicht ist das ein bisschen zu sehr in der Ecke. Nee, doch, so in Ordnung. So. Ne? Faustregel Nummer 1 in öffentlichen Gebäuden, es sollte keine dunklen Ecken geben. Sehr schön. Okay, es wird bloß noch hier überall dann das Glas und die Lampen, aber dafür muss ich erstmal neue Lampen bauen und ja gut, das Glas sollte reichen. Aber ich brauche noch mal neue Lampen. Danke dafür. Hä, sag mal. Ist die Folge schon wieder rum? Digga, wie schnell laber ich hier eigentlich? Wie schnell baue ich hier? Wie schnell spiele ich hier gerade? Okay. Na gut, dann machen wir es halt nächste Folge. Dann bereite ich jetzt schon mal alles vor. Das heißt, ich hole ein bisschen Glas. Und ein paar Rohdiamanten. So, dann machen wir mal hier weg. So, wir machen mal... Hey, komm, ich mach nur drei. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben mit Materialverschwendung und so. Lieber zu wenig als zu viel produzieren, da rennst du öfters, das ist sportlich, da bist du voll aktiv und so, ne? So, genau. Hoffentlich waren das jetzt die richtigen. Genau, 2/16. Perfekt. Jutchen, dann würde ich mal sagen, Rest kommt nächste Woche. Aber unser Hotel nimmt langsam echt auch eine Gestalt an. Gut, ich meine, von vorne sieht es halt noch ultra schäbig aus. Aber gut. Ist halt so. Noch. Das werden wir später so lange verschönern, bis es noch hässlicher aussieht. Ich glaube, das bekommen wir sogar hin. Nein, ich hab das Ding abgebaut. Oh mein Gott. Und ja, wieder hinbauen geht nicht. Dann wächst da nichts mehr. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so. Also ich weiß natürlich technisch gesehen, warum das so ist, ne? Aber warum die das so implementiert haben, weiß ich nicht. Weil technisch ist es ganz einfach so, dass die mit Param 2 arbeiten, ne? Wenn man jetzt hier hat, ne? Da Param 2 sieht man ganz oben, wo sieht man das? In der zweiten Zeile ganz rechts. Da ist Param 2 Doppelpunkt 0. Und wenn Doppelpunkt 0 ist, dann wächst da was. Und wenn ich jetzt selber das Ding aber platziere, jetzt guckt man genau hin, bupp, ist dann eine 1. Das heißt, wenn man selber platziert, wird da automatisch eine 1 hinterlegt. Und überall, wo eine 0 ist, wachsen halt die Bären nach. Und bei 1 halt nicht. Ne? Aber die Frage ist halt, warum ist das so? Warum ärgern die mich? Naja, muss ich hier vielleicht später wieder einen Strauch hin machen oder sowas? Schon schön scheiße. Egal. Du auf jeden Fall
Ruhe und Frieden. Bis dann. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis morgen. Erstmal gucken, ob ich die wirklich schon eine halbe Stunde habe. Doch, haut hin. Alter, wie schnell ist gerade die Folge vergangen? Da bin ich ja ein bisschen verwirrt. So, ein wunderschöner. Was? Achso. Wo sieht man das? Halt. Ach ja. In der zweiten Zeile. Na gut. In dem Sinne, bis morgen.